Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Nuke. Mir dabei ist immer noch der Dani. Hallo. Hallo. Wir sind hier angekommen, nur mit einem Knopfdruck in die nächste Aufnahme katapultiert worden. Please don't kill me. Oh, ist kein Mob da. Da liegt noch was. Oh, naja, ist egal. Links neben dem. Es sind nur solche Funken. Also, das ist 700 Blöcke entfernt. Soweit meine Query. Wir haben ja hier den direkten Punkt, der Grabstein müsste auch noch stehen. Der backt ja auch in der Luft immer rum und so. Passt alles. Das Einzige, was mir Sorge bereitet, ist. Der Jetpack. Ja, genau. Nicht, dass es irgendwann unterwegs meint, oh, gehen wir einfach mal aus. Lade es immer wieder auf, wenn es nur auf 20 oder 30% ist. Wer vielleicht die letzte Folge nicht gesehen hat, wir sind im Nether gestorben. Das sagte ich, meine Dummheit. Und jetzt haben wir uns das einfache Jetpack gecraftet, ja, eine ziemlich volle Capacitor Bank zum Aufladen, bisschen Grundrüstung und holen uns die Sachen zurück, wenn alles gut geht. Fliegen so ein bisschen über das Land. Lieber ein bisschen Umweg machen. Naja, der Jetpack und Ja, das gut ein. Jetpack, naja. Da hinten lade ich es dann mal wieder auf. Wir sind jetzt noch 380 Blöcke ungefähr. Kann man immer so schlecht lesen. Ja, da unten auf der Fläche lade ich es auf. Ich meine, es kostet ja nichts. Und dann kommt ein Creeper, schreckt mir das weg. Es war ziemlich teuer und so weiter. Ach, Okay, hier Feder. sind diese Wo ist komischen er? Teile, die ich ein kleines bisschen hasse. Ich hätte eigentlich eh vor, heute zwei Folgen zu bringen, deswegen. Geht auch schnell. So. Habe ich. Ja, okay. Habe ich mich ganz kurz gemutet gehabt. Hab gerade geschaut, ob alles stimmt. Noch 200 Blöcke, es geht aber eigentlich gut mit dem Jetpack. Es ist nicht mehr weit. Wir haben jetzt zwar eine Ewigkeit dafür verschwendet, aber dafür haben wir ein neues Jetpack. Super, das einfachste. Kann. Für den nächsten Tod schon mal. Genau, Vorsorge. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder und. Ja, muss, bitte nicht. Da sind wir. Endlich angekommen. Wahrscheinlich sind jetzt so viele Places da und so Du Zeug. hast beide Spawn abgebaut. Ah ja, stimmt. Komm, lass mich hier hoch. Wer kennt es nicht? Es ist doch immer der schönste Moment, wenn man gestorben ist und alles seine Sachen wieder hat. Ja, auch sogar noch ein bisschen Level. Okay, ich höre Creeper. Zack, habe ich die Broken Spawner, ja. Okay. Beide Competitor Banks. Ich hatte nur eine dabei. Also, ja, stimmt, ich hatte. Ja. Eine Place, what? Okay, sieht so aus, als ob wir alles dabei hätten. Und dann geht's nach Hause. Ich hasse die Hölle. Also, es ist ein Nether. Ich hasse ihn. Zum Glück habe ich ein Jetpack. Stell mal vor, wir hätten kein Jetpack und durften das alles zu Fuß hier laufen. Wir hätten es eh nicht bekommen, weil die Items ja nicht spawnt. Da bin ich froh über das Modpack. Hast du noch irgendein Thema? Hast du vielleicht eins? Wir könnten genau ansprechen, was wir machen wollen. Das ist schon wieder eine ganze Folge her. Für die Leute, die vielleicht nicht gesehen haben, schaut es euch an. Das seht ihr, wie ich irgendwie verreck. Das mögt ihr doch ganz bestimmt. Ja. Also wir wollen eine Enderman-Farm bauen, genauso wie Vendetta, weil sie hat es vorgebaut und ich weiß nicht, wie sonst bauen und. Habe ich in ein Video geschaut. Macht es auch mal. Schaut in ihr Video und schaut, wie ich es meine. Link dazu in der Beschreibung. Da habt ihr noch schöne Schleichwerbung bekommen. Ja. Ich war schon auf jeden Fall bei ihr vorbei, denn sie hat mir
3 Leder geliehen, das Jetpack. Okay. Und dafür 11 Yellow Ride bekommen. Ja, oh, sogar, das sind 22. Das ist eine Menge, weil ihr fehlt es immer ein bisschen daran, weil sie nicht mit sauberer Energie betreibt, so wie ich, unendliche saubere Energie, sondern mit so einem total umweltverschmutzenden Reaktor, den ich nicht in der letzten Folge gebaut habe. Hier die Spinnen haben auch eine ganz anständige Größe. Ja, wir kommen jetzt nach da oben. Hier geht's lang. Ja. Aber das Jetpack ist schon 50.000 mal besser. Mindestens. Lol, Creeper. Was sind das für Creeper? Na gut. Komme ich nach Hause? Warum ist das Portal eigentlich so weit oben? Nein. Zum okay, hab's getroffen. Also hier ist das Portal. Jetzt sind noch 10.000 Blöcke weiter oben. Wahrscheinlich kommt gleich Lava. War doch unter dir Blöcke hin. Ja, kann ich mal machen. Dass du ja nicht flüchten kannst, wenn die Lava kommt. Jetzt kann ich flüchten. Aber Lava fließt so schnell im Nether. Ja. Oh. Das. Stimmt, du brauchst noch eine Gastrinne. Es ist mir gerade egal. Ich will einfach nur nach Hause. Das ist Kettenreaktion. Weil, wenn du hier Erze abbaust, dann explodieren die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ich hab so Angst, dass da drüber Lava ist. Ich will ja nicht verrecken wie Stegi. Drei Tage später. Da! Da! Oh, ich hab's gefunden. Und dieser Waypoint ist einfach nur total dumm gesetzt worden. Er hat den gesetzt. ja, ich kann's bestimmt nicht. Und da haben wir fast. Da haben wir eine ganze Folge in der Summe jetzt verschwendet. Ich denke mal, das ist ein Like wert, oder? Ich stell mich besonders dumm an, Show. Aber wenigstens habe ich etwas erreicht. Nicht viel. Und auch größtenteils so scheiße, aber ich habe etwas erreicht. Und das sind die Broken Spawner. Also auch nur die Hälfte, was ich eigentlich haben wollte. Tschüss, tschüss. Ich brauche jetzt alles nicht mehr. Wobei ich das, die Cap Patches. Wir könnten jetzt natürlich in die Hölle gehen. Da war ich schon ewig nicht mehr. Enderman oder Enderpearl. Und dann die. Hier. Ja, und Gast dran hast du auch nicht. Ja, Gast hier. Ah. Deiner. Er ist aber im Nether, wo die Geister sind. Ja. Nochmal im Nether.
Ja, es wird leider kein. Aber bis man die gefunden hat, ist ja eine Ewigkeit. Okay, dann nehme ich das Teil nochmal mit. Es tut mir leid, ich weiß, ihr hasst Beneta, ich auch. Jetzt haben wir ja aber gerade erst rausgefunden, ich will irgendwie nicht wieder rein. Soll ich? Ja. Okay, ja, schuld. Wenn was nicht klappt. Oh, ich hasse es, aber eine Gast hier muss leider sein. Vielleicht hat er auch Vendetta eine. Muss ich ihr mal. Dann schau erstmal. Nein, ich gehe jetzt nicht. Wenn, dann gehe ich in eine andere Folge. Warte mal, ich schreibe jetzt mal ganz schnell in der Skype-Con. Vielleicht schreibt sie ja zurück. Oder du leistest ja wieder aus. Falsch. Falsch geöffnet. Nee, ich brauche sehr viel längere Zeit. Okay, die Seite benutzt sich nicht so geil auf. Jetzt ist es. Jetzt. Hast du noch eine Gast hier? Ich würde sie dir abkaufen. Das okay. Macht ja auch schon heimliche Geschäfte. Ja. Weil ich habe echt keine Lust, in Neta zu gehen. Da mache ich jetzt erstmal andere Sachen. Ah, meine. Ja. Ja, mal ganz. Das Creeper. Sieht okay aus. Ist nicht so schön, aber fertig. Okay, dann danke. Und wieder her. Turtli. Kann man auf jeden Fall mal lassen am Anfang. Tschüss mit euch allen. Okay, was haben wir uns noch aufgeschrieben, was wir dafür brauchen? Einmal den. Ja, nee, den Autospawner brauchten wir gar nicht. Wir brauchen einmal einen Soulbinder. Weiß, dass das nicht. Nein. Okay. Einen. Genau, wir brauchen den Slice. Brauchen wir Solarium, dafür brauchen wir Soul Sand und Gold. Soul Sand habe ich. Und Gold habe ich. So viel brauche ich auch nicht. So, zack. Haben wir noch Helorium wenig und Uranium. Kann ich das eigentlich wieder zurück machen? Ein seltsames Uranium. Hast du noch was verwandelt von Helorium zu Uranium wieder? Noch. Ja, hier unten. Weil was ich denn vielleicht noch machen wollte, ist in meine Ender Quarry fliegen und neuen Stoff einlegen. Stoff. Ja. Komm, das mache ich jetzt noch zum Ende der Folge hin. Ich bin noch kurz zur Query. Kannst du noch kurz zur Mode? Sag, Harbour Mode. Bleiminsel vorbeischauen. Brauche ich nicht. Kingslam ist nämlich da. Boss. Wir waren so richtig unproduktiv jetzt in den beiden Folgen. Das glaube ich ja gar nicht. Aber Spannung, Folgenverschwendung, ja, ja. So, 300 Blöcke. Ach, ist nicht feierlich. Mann, ich wollte eigentlich entspannt ein bisschen in. Nee, ja, okay, Neta ist nie wirklich entspannt, aber einfach kurz zwei Spawner bauen. Dachte, ich finde sofort die Festung. Eine Gast hier ist ja auch nicht so schwer zu bekommen. Eigentlich. So. Zack. Sind wir da? Erstmal will ich dann wieder. Die Kisten entlernen, wie ging das so rum? Ja, das sieht immer so schön Aluminium aus. Ja, ich tue nur an den Cobblestone raushauen, dass in den Kisten wieder mehr Platz ist.
Was ist mit dem Compressed-Kabel? Den mache ich mir mal, wenn ich einen Tesseract und so habe. Okay, jetzt fängt es hier natürlich wieder an zu laggen. Komm schon. Ist hier ran. Zack und zack. Dann ist es auch schon wieder voll. Okay, funktioniert auch scheinbar alles. Wie viel erzeugt der? 300 F pro Tick, okay. Das heißt, die Query arbeitet auch wieder. Genau. Viermal weniger als Tab zu Hause. Ja. Normal für neue Blöcke rein. Ich sag den Normalfall, aber okay, dann halt nicht. Zack. Im Flug. Ja, ein bisschen Kapseln kann man gebrauchen. Wer es vielleicht nicht weiß, das Cyanid kann man ja wieder mit 2 oder 3 Stück zu Plutonium umwandeln. Da braucht man aber einige Maschinen dafür und so. Und dann müssen wir irgendwann mal wieder in den Nether gehen. So wirklich scheiße es auch ist. Er hat absichtlich irgendwann gesagt. Ja. Okay, dann ist die Folge jetzt auch dann gleich schon wieder zu Ende. Nachdem die erste ein bisschen länger war, ist die dann ein bisschen kürzer. Was? Nur noch eine Minute überzogen? Ja, sowas gibt's auch, dass ich nur eine Minute überziehe. Und nicht 10 Minuten bei einer Folge, die 20 Minuten lang gehen. Okay. Also. Wenn euch die überhaupt nicht verplante und super effiziente... Ja, das wusste ich. Folge... hat, dann lasst doch ein Like da. Jetzt könnt ihr ja wunderschön noch so ein Creeper kommen, alles in die Luft springen, oder? Das wird doch noch ein tolles Film. Okay, alles safe. Ja, Film vor allem. Folgenende. Den habe ich ja mit Absicht ausgemacht, genau. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.